Ich begrüße euch herzlich im wunderbaren Namen Jesus Christus. Jesus sagt im Lukas Evangelium Kapitel 21, Verse 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann blickt auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Jesus Christus ermutigt die Gemeinde Gottes, die an Jesus Christus glauben, wenn diese Sachen um euch geschehen, anfangen zu geschehen, erhebt eure Häupter, denn die Erlösung naht. Jesus Christus kommt bald. Jesus Christus kommt bald seine Gemeinde holen. Halleluja. In der Offenbarung Kapitel 22 steht geschrieben, Offenbarung Kapitel 22, Verse 20, es sagt da, das bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm. Komm, Herr Jesus. Dies, das bezeugt. Und wer bezeugt, ist Jesus Christus und sagt, ich komme bald. Gelobt ist der Name Jesus Christus. Jesus Christus kommt bald seine Kinder, seine geliebten Kinder, seine Gemeinde holen. Für immer und ewig bei ihm zu sein. Darum komm zu Jesus Christus. Jesus möchte dir das ewige Leben schenken. In der Offenbarung Kapitel 22, 17 steht geschrieben, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wer da dürst ist, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens geschenkt. Das Wasser des Lebens geschenkt. Und das Wasser des ewigen Lebens ist in der Person Jesus Christus. Er schenkt uns das ewige Leben gratis. Darum komm zu Jesus Christus, öffne dein Herz und nehme das Geschenk von Jesus Christus an. Aber was muss ich tun? Du musst Jesus Christus als deinen Erlöser in dein Herz aufnehmen. Komm zu Jesus Christus, denn der Geist ruft, der Heilige Geist ruft, komm, komm, wenn du willst, kannst du haben das ewige Leben, das Wasser des Lebens geschenkt. Denn der Geist und zweitens die Braut, die Gemeinde Gottes. Erstens der Heilige Geist ruft, denn es ist er, der uns überführt von Sünde, Gerechtigkeit. Und darum jetzt der zweite Punkt, die Gemeinde ruft auch. Die Gemeinde ruft dich auch, komm zu Jesus Christus. Komm und nimm das ewige Leben in Jesus Christus. Denn Jesus Christus kommt bald. Oh, er kommt bald, dies, das bezeugt, ich komme bald. Also, sei bereit. Nimm Jesus Christus in dein Leben auf. Und du wirst eine neue Schöpfung werden. In Jesus Christus. Darum ganz einfach. Wenn ihr die Dinge um euch anfangen zu passieren, erhebt euer Haupt. Nehmt Mut, will das bedeuten. Nehmt Mut in Jesus Christus. Denn die Erlösung ist nahe. Jesus kommt bald seine Kinder geholen. Wir wissen nicht die Minute, die Stunde, aber wir wissen, dass Jesus Christus bald seine Kinder, seine Gemeinde holen wird. Darum kommt zu Jesus. Jesus sagt im Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand kommt ins Himmelreich, niemand hat das ewige Leben, nur einen Weg. Und sein Name ist Jesus. Nimm den Weg, Jesus Christus, und lade ihn in dein Leben ein. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Amen.